Willkommen bei der ersten Ausgabe Schaffis Kochen mit Pfiff. Und heute ist die erste Sendung und ich werde Ihnen präsentieren ein Kriegspudding mit Kiwisoße. Die Kinder lieben es. Ja. In jedem Supermarkt gibt es da diese kleinen Kriegspuddings, die kosten 75 Cent, 1 Euro. Da mache ich ja schon fast einen halben Kilo bis ein Kilo. Ja. Das heißt, ich werde euch zeigen, wie man sehr günstig, einfach und vor allem gut so ein Kriegspudding macht. So, was wir dazu brauchen, das möchte ich schon noch schnell sagen, ist ein halber Liter Milch. Ja. Dann ca. 3-4 Esslöffel, je nach Geschmack, Zucker, dann den Weizengrieß, ein Kilo im Supermarkt ca. 70 Cent, 1 Euro, dann eine 100 unbehandelte Zitrone, ja, nehmen wir die Schale, das gibt den besonderen Pfiff, ein bisschen Honig, ja, dann Tortengelee, Vanillin und natürlich die Kiwis, die müssen wir dann schälen und jetzt gehen wir in die Kuchen und ich zeige euch, wie schnell das geht. So, viel Spaß! So, jetzt kommt der unangenehme Teil. Jetzt schneiden wir die Kiwi, das muss sein, leider in kleine Stücken. Dazu machen wir einfach so Scheiben an, die schneiden wir einfach. Das ist völlig wurscht, weil das wird eher Marmelade. So, da haben wir einen Strunk, einen kleinen, den schneiden wir aus, das brauchen wir nicht, das macht sich nicht gut. Jetzt nehmen wir die Kiwi. Kleine da im Topf. Zacki, zacki. Ein paar sind wir beim Kochen, das ist normal. Ich koche so viel, leider hat mein Putzfrau gesagt, sie kündigt. Aber was soll ich machen? So, jetzt haben wir die Kiwi da drin. Das schalten wir jetzt an und garen das einfach dahin, bis das eine richtige Soße gibt. So, als nächstes nehmen wir die Milch. Ich mache jetzt einfach einmal einen halben Liter, den schießen wir da rein. Dann nehmen wir den Weizengrieß, den schießen wir einfach da rein. Ich schätze einmal so 5 Esslöffel, wenn es dann irgendwie sehr dünnflüssig ist, kann man ein bisschen mehr hinein tun. Dann Zucker, das muss hier sein, so passt. Das ist zu hart, das machen wir jetzt schön langsam. Das muss da gehen wie eine Marmelade. Da haben wir Vanillezucker, habe ich da ein bisschen reingetan. Ja, das war's. Und jetzt warten wir ein bisschen. Wenn da zu wenig Flüssigkeit entsteht, nehmen wir ein bisschen Wasser, tun wir rein, Wasser, zack, und das stellen wir auf und das können wir jetzt ziehen lassen. Hier müssen Sie aufpassen, dass das nicht verbrennt. Besser ein bisschen zu viel rühren als wie zu wenig. Das schlagen wir da schön auf. Ja. Oh, hervorragend. Jetzt gehen wir wieder mal. So, der Kriegspudding ist quasi fertig. Wir haben jetzt den Zucker reingetan, 3-4 Esslöffel, einen kleinen Schuss Honig, den nehmen wir jetzt von der Herdplatte. Sie sehen, der wird fest. Ja, das drehen wir fest, dass er ja nicht anklebt. Aber das passiert jetzt nicht, der wird wunderbar, schauen Sie die Konsistenz an. Das muss so eine Mischung, so ein Mittel zwischen hart und weich sein. Ist völlig egal, Geschmackssache. So. Ich schiriere jetzt weiter, damit er ein bisschen auskühlt, weil er ist jetzt total heiß. So, jetzt füllen wir das gleich einmal ein, eine Portion füllen wir da einmal ein. Zack, perfekt, perfekt. So, den Rest stellen wir weg. So, die Kiwisoße ist jetzt fertig. Die tun wir jetzt da drüber. Einen habe ich schon vorgemacht. Tun wir die Kiwisoße da drüber, über den Grießpudding. So. Jetzt verteilen wir das da schön drüber. Und leer ist. 3 Portionen haben wir gemacht. Man kann auch viel mehr machen. Ich habe jetzt da eine kleine Menge gemacht, damit ich euch das präsentiere, wie das im Grunde genommen ausschaut. Wenn man das jetzt ein paar Stunden, 2 Stunden im Kühlschrank steht, ist das zum Essen fertig und schmeckt wunderbar.